Beachten Sie, dass der Raum warm genug ist, die Frau bequem liegt, mit einem Kissen unter den Knien und das Neugeborene gut versorgt ist. Das Wochenbett-Bauchmassageöl ist geprägt von seinem krautig-herben und doch leicht holzigen Duft. Es strafft das Bindegewebe, stärkt die Muskulatur und unterstützt den Entschlackungsprozess. Nicht zu unterschätzen ist die psychisch stärkende Wirkung für die Wöchnerin. Die Frau erfährt Zuwendung und lernt sich selber mit ihrem nun leeren und meist noch schwabbeligen Bauch anzufreunden. Die Bauchmassage kann ab dem ersten Wochenbetttag durchgeführt werden. Meist übernimmt es in den ersten Tagen die Hebamme, später dann der Partner und nach einigen Wochen wird die Wöchnerin selber ihren Bauch massieren. Die Massage wird anfangs sanft und vor allem vorsichtig im Bereich der Gebärmutter ausgeführt. Und mit jedem weiteren Wochenbetttag darf die Massage dann kräftig werden. Zunächst wird der Bauch im Uhrzeigersinn, dann sternförmig massiert. Dann wird der Bauch quer von den Seiten durchgewalkt und anschließend im Rippenbogen beginnend mit den Händen wie in einer Acht ineinander übergreifend und ständig weiter nach unten wandernd massiert. Abschließend werden die Hüftknochen kreisend und wechselnd von einer Hüftseite zur anderen gut eingerieben.